Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich diesen Fried Chicken Burger mit Avocado und Tomatensalsa. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Chicken Burger brauchen wir natürlich Buns. Hier habe ich meine ganz normalen Brioche Buns. Dann brauchen wir natürlich Chicken. Hier habe ich in Buttermilch eingelegte Hähnchenbrust. Das ist einfach eine Brust, die ich einmal halbiert habe. Daraus mache ich jeweils ein Patty. Dann mache ich mir eine Avocado-Creme oder ja, so eine Art Guacamole. Dafür brauche ich eine Avocado, ein bisschen Limettensaft, Zwiebel, Knoblauch. Und dann habe ich hier noch zwei so Avocado-Gewürze. Das nehme ich eigentlich ganz gerne mal, wenn ich keine richtige Guacamole habe, beziehungsweise kein Koriander und sowas da. Das ist eigentlich recht gut. Und das hat einen guten Geschmack am Ende. Das habe ich noch nie benutzt, aber werde ich heute mal ausprobieren. Dann kommt außerdem ein bisschen Bacon drauf. Dann mache ich mir so eine Art Tomate con Carne oder einen Tomatensalat in kleinen Würfeln, den ich noch drauf gebe. Und zum Panieren habe ich mir so ein paar Nacho-Chips genommen und habe die einfach ein bisschen klein gedrückt. Außerdem brauche ich noch ein kleines bisschen Mehl, weil ich diese Buttermilchmarinade nachher einfach als Panierung nehme und die ein bisschen mit Mehl andicken werde. Als allererstes mache ich mir die Soßen fertig. Dafür nehme ich mir die Tomaten, mache hier erstmal den Strunk raus, schneide die Tomaten dann in kleine Würfel. Die Tomatenwürfel würze ich dann ab mit bisschen Salz, Pfeffer und ein kleines bisschen Kräutersalz. Vermische es dann hier ein bisschen. Und so stelle ich das Ganze jetzt zur Seite. Durch das Salz wird hier das Wasser rausgezogen und das siebe ich dann nachher ab und dann habe ich nicht so einen siffigen Burger. So, als nächstes mache ich die Avocado-Creme. Dafür nehme ich einfach die Avocado. Schneide hier am Kern entlang. Schneide die Avocado dann noch in der Schale. Hier einfach mit meinem Messer immer so entlang gehen. Natürlich aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Mach die dann hier raus. So muss ich die Avocado dann noch weniger klein drücken und habe mir ein bisschen Arbeit gespart. Dann kommt hier schon mal ein bisschen Limettensaft drüber. Dann nehme ich mir schon mal ein bisschen Salz, gebe hier ein bisschen Salz dazu. Nehme mir dann eine Gabel und drücke die Avocado hier mit der Gabel immer klein, dass ich irgendwann so eine schöne feine Paste habe. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt schneide ich mir nur noch die Zwiebel und den Knoblauch fein. Den fein gehackten Knoblauch gebe ich dann auch zu der Avocado. So, wenn ich den Knoblauch und die Zwiebeln dann auch hier drin habe, dann nehme ich mir die Gewürze und gebe davon ein bisschen rein. Und verrühre das Ganze dann gut. Das Ganze dann einmal abschmecken. Und so sieht die fertige Avocado-Creme dann aus. Die stelle ich jetzt auch noch zur Seite und mache mit dem Chicken weiter. Hier nehme ich die Hähnchenbrust einfach aus der Buttermilch erstmal raus. Gebe dir dann in irgendein Gefäß. Die Hähnchenbrust sollte auf jeden Fall ein paar Stunden in der Buttermilch liegen. Bestenfalls macht man es über Nacht oder 24 Stunden. Das macht das Ganze einfach ein bisschen zarter. Das ist nachher, gibt es eine schöne Farbe und einen schönen Geschmack beim Frittieren. Die Buttermilch habe ich vorm Einlegen ein bisschen gewürzt. Also hier sind ein paar Kräuter drin, ein bisschen Kräutersalz, ein bisschen Salz, Pfeffer. Einfach, dass es ein bisschen Geschmack hat und nicht nur Buttermilch. Und hier gebe ich jetzt einfach ein bisschen Mehl rein und dicke das Ganze ein bisschen an. Und man sieht dann auch, das Ganze dickt dann ein bisschen an und genauso möchten wir das. Das Ganze soll ein bisschen angedickt sein, nicht zu flüssig. Und da ziehen wir jetzt die zwei Hähnchenbrüste durch und panieren sie dann mit den Chips. Gut abklopfen und dann einfach in die Chips. So sieht das Ganze dann aus, aber bevor ich das jetzt frittiere, gebe ich den Bacon erstmal auf den Grill und grill den Bacon jetzt erstmal an.
So, wenn ich den Bacon fertig angegrillt habe, dann stelle ich den hier einfach rein zum Warmhalten. Dann nehme ich mir das Hähnchen und gebe das hier einfach rein. Wir schauen, es sollte so zwischen 170, 180 Grad haben. Wenn das Hähnchen dann eine gute Farbe hat, dann nehme ich das runter und mache das auf den Grill. Und so lasse ich das jetzt noch 10 Minuten gar ziehen. Wenn ich dann alles soweit vorbereitet habe, dann nehme ich mir die Brötchen und schneide die auf. Und bepinsel die Schnittfläche ein bisschen mit Butter. Dann grille ich die Burger Buns ganz kurz an, damit die ein bisschen Farbe haben und ein bisschen knusprig werden auf der Schnittfläche. So, nimm die dann runter, wenn die gut Farbe haben. Dann habe ich mir die Tomatensalsa und die Guacamole auch wieder geholt. Rühre das einmal nochmal gut durch. Die Tomaten habe ich schon abgesiebt, deswegen ist hier nicht so viel Flüssigkeit drin. Dann habe ich mir noch ein bisschen Mayo geholt und mache hier einfach noch mal ein bisschen Mayo drauf. Dann nehme ich mir die Hähnchen, mache die Hähnchen hier drauf. Dann gebe ich hier die Avocado drauf, hier ruhig so einen guten Esslöffel. Und dann gebe ich von den Tomatenwürfeln noch einen Esslöffel drauf. Und hier kommt dann auch oben der Bacon drauf. Und fertig ist mein Fried Chicken Burger. So sieht das Ganze von innen aus. Wie man hier sehen kann, das ist noch super saftig. Da kommt noch schön ein bisschen Flüssigkeit raus. Aber ich probiere das Ganze jetzt mal. Toller Burger, man schmeckt super die Panade, diese Chips, dieses Cheesige von den Chips. Das Chicken ist noch super saftig, man hat einen schönen Geschmack von der Avocado, von dieser Guacamole oder Avocado-Creme, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Die Tomaten geben eine schöne Frische ab, ist das alles sehr ausbalanciert. Man könnte eventuell noch irgendeine Soße dazu machen. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich eine Honig-Senf-Soße mache und die noch da drauf gebe. Das braucht es nicht unbedingt, aber jeder kann das ja machen, wie er möchte. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.